Hallo, heute verlassen wir das Festland und zwar geht's heute nach England. Wir machen einen englischen Auflauf, wie der gemacht wird, was da alles drin ist, wie der nachher aussieht und schmeckt. Seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Ihr seid bei Sven's Kitchen, Cooking in and Out. Herzlich willkommen. So ein englischer Auflauf, also sowas ähnliches wie so ein Cottage Pie, ist ganz schnell gemacht. Und ich zeige euch jetzt erstmal die Zutaten. Die habe ich nämlich schon auf dem Tisch. Wir haben hier Kartoffeln. Da brauchen wir ungefähr 600 Gramm. Ich brauche 2 Zwiebeln. Die werden so in Würfel geschnitten. 250 bis 300 Gramm Quark werden benötigt. Das wird dann mit 3 Eigelb verrührt. Wir brauchen ein paar Lauchzwiebeln, so 4 bis 5 Stück. Ein paar Möhren. Ein bisschen Muskat, um den Kartoffelbrei zu würzen. Wir brauchen hier noch ein bisschen geriebenen Cheddarkäse, etwa 200 Gramm. Und hier drüben habe ich noch 2 Esslöffel Petersilie, damit die ganze Sache noch ein bisschen Farbe bekommt. Und zum Anrösten brauchen wir ein bisschen Butter, so ungefähr 2 Esslöffel. Die Möhren hier, die werden klein geschnitten, gewürfelt und dann werden sie vorgekocht. Das sieht dann so aus. Die Kartoffeln, die werden geschält, klein geschnitten, weich gekocht. Die Möhren und Kartoffeln stelle ich beiseite, damit die noch ein bisschen abkühlen. Das sind natürlich mehlig kochende Kartoffeln. Und zum Würzen brauchen wir Pfeffer und Salz. Die genauen Zutaten seht ihr wie immer hier unten unter dem Video in der Beschreibung. Und da könnt ihr mir auch ein Like geben und meinen Kanal abonnieren. Das ist an Zutaten für 4 Portionen schon alles. Und jetzt gucken wir im Topf, wie es gemacht wird. Die Frühlingszwiebeln schneiden wir in Ringe und das tun wir mit allen. Die Kartoffeln werden gestampft. Der Kartoffelbrei kann ruhig ein bisschen stückig sein. Da hinein gebe ich den Quark und die 3 Eier und das rühre ich erstmal schön unter. Und jetzt bereite ich die Zwiebeln vor. Ich schmelze ungefähr 2 Esslöffel Butter und darin dünste ich die Zwiebeln glasig. Wenn die Zwiebeln glasig sind, gebe ich Salz und Pfeffer dazu. Und sobald die ersten braunen Spitzen bei den Zwiebeln zu sehen sind, wird die Petersilie untergerührt. Und nach etwa einer Minute nehme ich die Pfanne vom Herd. Jetzt kümmere ich mich weiter um den Kartoffelbrei. Zunächst reibe ich eine ordentliche Portion Muskat rein. Ich habe etwa eine Viertel Muskatnuss genommen. Erfahrungsgemäß reicht das. Jetzt kommt die Zwiebel aus der Pfanne darüber und auch gleich die Möhren. Kräftig unterrühren und dann noch die 200 Gramm Cheddar. Auch nochmal mit unterrühren und nochmal abschmecken, ob noch Pfeffer, Salz oder Muskat dran müssen. Boah, guckt euch mal die Farbe an, ist das nicht herrlich? Und das kommt jetzt in eine Auflaufform. Ich habe heute mal meine Gläserne genommen. Schön glatt streichen. Wer möchte, kann hier noch etwas Reibekäse drüber streuen. Und da ich noch ein bisschen Gouda offen habe, mache ich das einfach mal. Und hierüber verstreue ich noch ein ganz klein wenig Semmelmehl. Dann wird die Kruste so richtig schön knusprig. Hier so eine Handvoll etwa, denke ich mal, wird vollkommen ausreichen. Einfach drüber. Ach, bloß die Hälfte davon, das reicht. Und das kommt jetzt bei 200 bis 220 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Nach etwa 35 bis 40 Minuten ist unser Auflauf fertig und kann serviert werden. Hört mal, wie schön knusprig das ist. Hier haben wir den englischen Auflauf und ich kann es kaum erwarten, den für euch zu kosten. Ich mache mal das Grünzeug ein Stück zur Seite. Also der war jetzt 40 Minuten im Ofen, wie gesagt, und ihr hört es ja selber, der ist oben schön knusprig geworden. Und der ist verdammt heiß, das habe ich schon gesehen und gemerkt beim Auftellern. Ich muss es trotzdem kosten. Ich habe auch so einen Hunger. Also pusten ist da wohl schon Pflicht. Zumal der Auflauf ja mit dem Käse drin direkt aus dem Ofen kommt und das ist ja wirklich sehr heiß da drin gewesen, 200 Grad und das verträgt die Zunge nicht ganz so. Oh, das ist lecker. Diese gemüsige Frische, die Petersilie schmeckt mir voll raus. Dann so einen leichten Hauch vom Muskat und das ist unwahrscheinlich, unbeschreiblich lecker. Das ist ein bisschen Käse. Und das ist heiß und lecker und lecker und heiß und nochmal lecker. Das ist gar nicht zu viel Gewürz,
Also eher schon fast ein bisschen zu wenig, aber dadurch kommt das Gemüse viel, viel besser raus. Das ist einfach nur herrlich. Das ist richtig schön cremig und ich kann es nur empfehlen nachzumachen. Durch den Cheddar haben wir noch diesen leicht käsigen Geschmack da drin, das ist richtig klasse. Ich denke mal, das ist jetzt nach dem schwarzen Biss abgekühlt. Aber auf jeden Fall schmeckt es lecker und es macht richtig satt. Ich habe jetzt hier bloß eine kleine Portion, falls ihr euch wundert, wie kann der davon satt werden. Ich esse nachher noch eine kleine Portion und dann bin ich satt, verspreche ich euch. Ich kann euch nur empfehlen, das so nachzumachen. Das Rezept, wie gesagt, schreibe ich hier unten in die Infobox rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Mit den Zutaten kann man noch ein bisschen variieren, wenn man möchte. Aber so wie es hier im Rezept steht, ist es schon richtig klasse. Wenn euch mein kleines Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like dafür geben. Über einen netten Kommentar und ein Abo freue ich mich ganz besonders. Für mich war es das für heute. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Willkommen zu Sven's Kitchen Cooking in and Out. Bis bald. Hätte ich nicht gedacht, dass das so lecker wird. Heiß. Und dass es so heiß ist, hätte ich auch nicht gedacht.